Hallo und herzlich willkommen zurück bei Europa Universalis 4. Wir sind im Jahr 1769. Es ist wirklich einiges zu tun. Und ich würde sagen, wir fangen direkt damit an. Wir haben noch ungefähr 50 Jahre, also das letzte halbe Jahrhundert liegt vor uns. Und wir können auch die letzte Idee auswählen. Wir entscheiden uns für die Offensivideen und gehen direkt auf Militär. Denn ich sage euch, die letzten Jahre im Late Game in EU4, es ist Krieg, Krieg, Krieg und noch mehr Krieg. Die ganze Zeit sind gefightet, man weiß gar nicht. Es ist so viel zu tun eigentlich. Alles passiert so schnell. Wir gehen gegen die Mongolei vor. Und ich muss leider sagen, der Krieg lief gar nicht gut. Also wirklich überhaupt nicht. Wir haben viele Verluste erlitten. Hier seht ihr auch ein Stackwipe. 19.000 haben wir da verloren. Die Verluste sind im Endeffekt zwar ausgeglichen. Das spoilere ich mal ein bisschen voraus. Aber ihr seht, hier werden wir einmal gestackwiped. Dann werden wir nochmal gestackwiped. Nochmal gestackwiped. Ein paar können fliehen. Aber das ist natürlich viel zu kostspielig, der Krieg. Und klar, wir holen den Weißen Frieden, das ist natürlich viel zu wenig, wir haben 300.000, 400.000 Mann verloren, naja. Aber dann seht ihr hier, die wertvolle Ressource Kohle, wir haben nur eine einzige Provinz, hier in den Philippinen, Cebu, und dann mache ich die wie heißt denn das jetzt? Ja, dieses Handelsdingensbummens da mache ich weg, damit wir davon profitieren können. Wir annektieren unsere beiden chinesischen Vasallen, das wollte ich eigentlich nicht machen. Aber ich habe mir gedacht, ganz ehrlich, scheiß drauf, wir machen das jetzt. Ich will so viel Development sammeln, wie es geht, bis zum Ende des Spiels. Da ist auch schon die erste Integration vollendet. Handelshaus! Es heißt Handelshaus, nicht Handelskammer, Handelshaus. So, jetzt habe ich es, egal. Die erste Integration beendet, die zweite folgt zugleich. Und damit steht uns die Tür offen, weitere Provinzen von der Mongolei zu nehmen. Und am besten in dem Krieg, denn nicht so schlecht weil euch wie der erste. Zack, da ist ein Ding auch integriert. Und das sieht auch eigentlich ganz schon ziemlich cool aus, muss ich sagen. Malig China, Philippinen und sehr viel Festland-China. Der nächste Krieg wollten wir eigentlich gegen die Osmanen erklären, aber dann kommt Österreich uns zuvor und ruft uns in den Krieg hinein. Und da wir da schon alle Truppen bereit hatten im Endeffekt, war das natürlich keine Frage, dass wir da helfen oder nicht. Wir wollten dann auf der See ein bisschen was machen, aber ihr seht, 300 Galeeren stellen die Osmanen auf. Plus große Kriegsschiffe, plus was auch immer noch dazu kommt. Wir versuchen ein paar kleine Flotten zu snipen, dann kriegen wir vielleicht ein, zwei Schiffe, aber also im Mittelmeer können wir den Osmanen nicht wirklich viel entgegenwirken. Wir versuchen nochmal hier zu zeigen, ja, wir wollen die Provinzen hier unserem KI-Freund Österreich zu zeigen. Aber ich sage schon mal im Voraus, das klappt nicht ganz so gut, aber ne. Wir haben komplett Nordägypten, also das Nildelta, erobern können. Die Österreicher strugglen ein bisschen. Ich meine, Osman hat, glaube ich, 700.000 Soldaten. Also man will sie nicht verübeln. Wir gehen aber langsam in Anatolien rein. Wir nennen uns auch Konstantinopel oder Istanbul. Aber viel weiter kommen wir nicht, weil, wie gesagt, im Mittelmeer, da haben wir keine Seestreitkräfte. Das heißt, der Bosporus ist zu. Aber Österreich schließt einen Frieden mit den Osmanen. Wir kriegen leider nichts, außer 35 Gefälligkeiten. Aber damit können wir auch leben, gell? Der Krieg hat Spaß gemacht zu spielen. Und der nächste Krieg, ihr seht schon, 350.000 Soldaten allein auf Gibraltar. Nicht gegen Spanien, sondern gegen Alaska, damit wir nicht ganz nicht gegen Österreich und so kämpfen müssen. Jetzt kommen wir auf 1,6 Millionen, die gegen unsere Feinde auf 1 Million Soldaten insgesamt knapp. Was hier aber immer spannend war, fand ich, war die Seeschlacht um die Straße von Gibraltar, weil wer diese Schlacht gewinnt, hat einen sehr großen strategischen Vorteil. Am Anfang sieht es noch sehr, sehr gut aus für uns. Und wir können wirklich massiv Schiffe von den Spaniern zerstören. Hier seht ihr es nochmal. 33 große Schiffe. Die erste Schlacht verlieren wir leider in Spanien auf der Iberischen Halbinsel. Wir müssen uns ein bisschen zurückziehen. Wir verlagern unsere Frontlinie ein bisschen in den Süden. Aber dann haben wir sie ein bisschen umzingelt. 200.000 Spanier. Und die werden hier auch komplett zerlegt in dieser Schlacht. Ich glaube, sie verlieren fast 100.000. Wir sehen es ganz kurz gleich. 100.000 Soldaten da, wir sehen es. Also 90.000 Soldaten. Und hier catchen wir nochmal 200.000. Besiegen sie. Der Stackwipe folgt erst ein bisschen später. Als kleiner Spoiler. Den kriegen wir nicht direkt hin. Das hat dann ein bisschen gedauert. Wir müssen ein bisschen hin und her laufen. Und hier folgt dann der Stackwipe. Und von den 300.000 Soldaten, die Spanien am Anfang des Krieges hatte, ist am Ende nur noch, ihr seht, 33.000 übrig. Die Verluste 620 sind 617.000, also ziemlich ausgeglichen eigentlich. Wir nehmen uns ein paar Provinzen in Nordafrika, aber auch, ihr seht, in Südafrika.
Und das war's dann auch schon für diese Folge. Wir sind im Jahr 1793 angekommen. Ich hoffe, es gefällt euch. Wir haben nicht mehr viele Jahre vor uns und ihr bleibt hoffentlich dabei. Wir sehen uns beim nächsten Mal, meine lieben Freunde. Und ciao, ciao.